Ja, moin zusammen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Willems Autowelt zum ersten Video 2024, zum ersten Buschcamper Video in diesem Jahr und wahrscheinlich erstmal das letzte, aber dazu erzähle ich euch immer mal mehr. Und ja, schön, wenn du dabei bist bei dem folgenden Filmchen. So, jetzt bin ich doch noch mal lieber reingegangen, bevor es losgeht. Ich bin hier am Rande des Sachsenwaldes im Ewigforst, wo ich auch schon mal so meine letzte Ruhestätte gefilmt habe und euch gezeigt habe. Und ich warte hier auf meinen Kumpel Stefan. Wir wollen eine kleine Gassi-Runde machen hier durch den Sachsenwald. Und dann gibt es wieder ein Käffchen und so das Übliche. Wir haben uns halt lange nicht gesehen, lange keine Tour mehr miteinander gemacht, keinen Spaziergang. Und es war mal wieder Zeit. Ja, und bevor der hier eintrudelt, können wir ja noch mal so ein paar Neuigkeiten austauschen, oder? Wie ihr gesehen habt, es gibt ein neues Intro. Hab gedacht, nach ein paar Jahren, es ist mal Zeit, ein neues Intro zu kreieren und ein neues Motto. Willems Outdoor-Welt, Hauptsache raus. Das habe ich ja schon oft genug in meinen Videos erzählt und das will ich jetzt so als Marke nehmen. Dann habt ihr gesehen, vielleicht es gibt ein neues Bild dazu auch als Kanalbild und auch meine Instagram und Facebook-Seite habe ich dementsprechend angepasst. Und was ganz neu ist, ich habe jetzt auch einen sogenannten WhatsApp-Kanal. Also wer nicht unbedingt auf Facebook oder Instagram unterwegs sein möchte oder keine Lust dazu hat, kann jetzt auch bei WhatsApp einen Kanal abonnieren und den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung oder in der Kanalbeschreibung. So, wie ich gerade gesehen habe, ist das gar nicht so viel mit diesen Neuigkeiten, denn jetzt ist gerade der Stefan angekommen und jetzt werden wir erstmal rausgehen. Der alte Mann ist schon da. Ja, unglaublich. Ja, ja, und ich habe gedacht, ich könnte meinen Zuschauern hier noch ein paar Neuigkeiten erzählen, aber das machen wir dann auf dem Wege. Na, holen wir erstmal den Hund raus. Genau. Aslan. Also, mein Süßer. Soll ich dir mal gucken, was ich in der Tasche habe? Oh, das geht aber, ne? Hm? Das geht. Auch wenn man alt ist. Nicht so doll. Mann, ich bin das doch vom Schnuff anders gewöhnt. Nee, langsam. Labbi. Labbi, das ist ein Labbi. Ne? Ja, langsam. So, jetzt gehen wir erstmal. Ja, Walking in the Winter Wonderland. Ja. Ja, haben gerade gesagt, wir haben gar nicht gedacht, dass wir überhaupt noch mal Schnee kriegen. Nachdem wir ja ein bisschen im Ende November traditionell ja etwas weiß hatten. Republik hatten wir etwas mehr und ja, und jetzt hier so ein kleiner weißer Waldspaziergang, das ist ja hier im Norden immer sehr selten. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir im Schnee zusammen waren, das war, als wir in Trittau waren, ne? 2 Jahre an der Bille, glaube ich. Also. Ja, oder hier bei dem, ja, an der Bille und einmal diese Weihnachtssession, die wir mal gemacht haben. Wo wir dann Hahnheide, Trittau waren. Ja, richtig, stimmt. Da hatten wir ja auch so ein bisschen. Ja. Ja. Noch sehen die Wege ganz gut aus. Ich hab schon Lehmuletten, du. Da haben wir nun auch sehr viel Regen gehabt. Zum Glück ist der aber versickert und nicht so wie in Niedersachsen, in Hessen und wo auch in der Mittleren Republik das Hochwasser alle jetzt plagt. Noch nicht. Noch nicht. Komm, das ist noch nicht so weit.
ist der toll. Oh, Schnee ist toll. Hm? Oh, bist du mein Freund? Kommst du mit mir? Ich bin Mitschnacker, ne? Ich bin der Mitschnacker. Ja, hier ist gerade so ein kleiner Bach, so ein kleines Tal, was Richtung Elbe irgendwann mal geht. Und dort blühen dann im Frühling immer diese ganzen Buschwindröschen. Ich verlinke euch da mal so ein, Nase läuft, ein Video oben, ja, wo ich da mal mit dem Schnuff unterwegs war. Ist sehr schön anzusehen dann. Jetzt wird's matschig. Jetzt wird's matschig. Links oder rechts? Durch, bin ich gar nicht. Und du? Du gehst mitten durch, ne? Ah, ich nehme mal die andere Seite. So. Geschafft. Erster Teil. Herrlich. So, jetzt fängt es an zu rauschen im Wald. Dadurch jetzt, dass so ein kleine Hagelkörner runterkommen, so ein Kriselschnee, kann man das richtig jetzt hören. Hört sich etwas an wie dieses grüne Rauschen, das man sich so bei Spotify anhören kann, wenn man nicht einschlafen kann, in diesem Playlist mit Naturgeräuschen. Ja. So, hier ist es nochmal richtig schön weiß and nice. So, wir sind jetzt nach anderthalb Stunden wieder am Ewigforst und gleich am Parkplatz. Und dann gibt's natürlich, wie soll es auch anders sein, ein Käffchen und ein Stück Kuchen. Welchen Kuchen hast du uns mitgebracht? Was denn? Was für einen Kuchen hattest du heute uns mitgebracht? Marzipan-Rosinenkuchen. Marzipan-Rosinenkuchen. Sehr schön. Also, dann schauen wir mal, ob es mundet. Was hast du für Kaffee mitgebracht? Die Filter, Krönung. Filterkaffee. Filterkaffee, die Krönung, ja genau. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube aus der Weihnachtstüte Mövenpick-Kaffee oder irgend sowas. Denn ich war ja dieses Jahr wieder der Weihnachtswilhelm im Betrieb und habe meine Kollegen versorgt mit Weihnachtsgeschenken des Betriebes. Ja, habe Heiligabend gearbeitet und da war ein Mövenpick-Kaffee in der Tüte drin. Ich glaube, das ist der Mövenpick-Kaffee. Das war jetzt die Werbung. So, hier stehen unsere Fahrzeuge einsam und verlassen. Mit dem, ja. Mit dem guten Porzellan. Oh, das weiße Porzellan. Ja, ja, ja. Was steht da drauf? Hey, ne? Einfach machen. Ja, einfach machen. Könnte gut werden. Ja. Dankeschön. So, und ich habe hier den Becher von Dieter Myriam Autobild Billy, ne? Aus dem Vogelsberg. Prost. Ja. Und das ist der Koken. Ja.
Süß und lecker. Satt und sauber, ne? Genau. Von der Bäckerei Junge. Jupp. So, und heute gibt es hier ein bisschen romantische Beleuchtung. Wie ich im letzten Video erzählt habe, ist meine Zweitbatterie ein bisschen schwach. Und ja, sie ging jetzt noch. So. Aber die Lampen, die halten nicht so lange. Deswegen auch keine Musik, ne? Nee, die Musik kommt noch. Die habe ich. Die mit das Musik hast du auch gebucht, oder was? Genau, rund und sorglos vergeht. Ach so, ja. So, das war unser gemütliches Kaffeetrinken beim Camper. Stefan ist los, ich pack die Sachen zusammen und dann geht es Richtung Heimat. So, alles ist verpackt und jetzt geht es Richtung Heimat. Ja, das war das erste Video 2024. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Reaktion freuen. Entweder einen Daumen hoch oder ein Abo. Auch nie verkehrt. Dann die Glocke aktivieren, damit ihr dann auch keinen Upload mehr verpasst. Und wie gesagt, wer Lust hat, kann auch bei WhatsApp oder Facebook, Instagram mich begleiten. Die Links sind unten in der Videobeschreibung drin. Ja, ohne Hund ist alles doof. Und ja, wir sehen uns dann wieder irgendwann, irgendwo. Auf diesem Kanal oder bei euch, und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.